Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Koop-Liga. Mein Name ist Jan, mit dabei ist der Mike. Ich kann es nicht durchziehen. Hi! Ja, nix. Die Zuschauer auf meinem Kanal, die haben es schon gecheckt, dass ich doof bin. Ja, weiß ich. Okay, im Rennen kein Regen. Im Qualifying auch kein Regen. Das Einzige, was wichtig ist, die... Ja, genau. Oder... Es ist wichtig, quasi hier gut zu fahren und früh rauszufahren. Wieso das denn? Weil die Strecke die längste Strecke im Rennkalender ist. Dementsprechend dauert eine Runde natürlich auch... Wobei, das weiß ich gar nicht. Scheiße. Nee, das weiß ich nicht. Ob die Länge... Ob die Runden dauert... Warte, was bin ich denn gefahren? Warte! Ja, komm. Das weiß ich gar nicht mehr, was... Okay, wir ändern dein Setup. Hamilton hat zu Renault gewechselt. Woo! Ah. Oh, Bottas hat zu McLaren. Ja, cool. Books sind... Oh, du bist also bei Haas. Sehr gut. Na, sehr gut. Habe ich irgendwie eine andere Ansicht oder so? Ja. Sein Lenkrad vibriert schon. Er ist direkt in die Wand gefahren. Leute, wir jetzt haben... aus der Ego-Perspektive. Ich weiß nicht, wie lang. Wie lange haben wir nicht mehr aufgenommen? Es war auch schon wieder lang. Lass mal irgendwie die nächste Saison aus der Ego-Perspektive fahren. Ach nein. Doch, lass uns machen, ohne Witz. Dann fahre ich ja nur noch gegen die Hand. Ja, können wir schon machen. Diese Stange da in der Mitte sieht und gar nichts. Können wir schon machen, aber man muss schon ein bisschen trainieren halt. Nee. Nein. Leute, was soll ich sagen? Ja genau, wir haben ewig nicht mehr aufgenommen, ich weiß nicht seit wann, aber wir haben auf jeden Fall, es war schon sehr lange. Zwei, drei Wochen. Und vor zwei, drei Wochen haben wir nur zwei Rennen und dann wieder zwei, drei Wochen, also... Ja, das war ein bisschen crazy. Ich war halt ein bisschen im Urlaub. Ungarn war echt schacke. Ich reg mich immer noch drüber auf. Habe ich gestern geschnitten. Und dass ich da rausgeflogen bin. Und Leute. Boah, ey, geht gar nicht klar. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, weil das schon zu lang her war. Aber auf jeden Fall habe ich gewonnen. Von daher fand ich das eigentlich ganz sexy. Belgien. Nicht davor so cool. Davor eine Siegesserie von, glaube ich, vier oder fünf Rennen habe ich hintereinander gewonnen. Das kann sein. Ja, Ungarn habe ich 0 Punkte. Ich glaube 4, glaube ich. Aber weiß nicht. Ja, jedenfalls, Belgien ist jetzt nicht die schlimmste Strecke, aber auch nicht cool. Vor allem mit der, wie heißt die, Orange. Ja, wenn echt einer am Rennwochenende gestorben ist, das ist natürlich. Wirklich jetzt? Also nicht so Prank-Joke-mäßig, der ist wirklich gestorben. Ja, wir können jedenfalls nicht wirklich sterben, außer ich krieg irgendwie einen Schlaganfall. Ja, jedenfalls nicht so die coole Strecke, danach kommen aber noch schlimmere Strecken, ja. Italien, Singapur, also es wird immer schrecklich. Italien, eine Strecke, die ich gar nicht mag, also die habe ich auch letzte Saison so semi-gut gefahren, also man kann sie schon zu Ende fahren, aber nicht auf dem guten Platz. Ich bin in Italien fast immer rausgeflogen, bis jetzt. Und Singapur, ich meine, was soll man dazu sagen? Also nächste Stadtstrecke. Das war aber immer gut. Das war letztes Jahr originell richtig stark gemacht. Da haben wir eine gute Teamtaktik gemacht. Das war also, legendär. Schau dir das gerne nochmal an, das war ein geiles. Auch Rennen. Im Best-of, beziehungsweise in der, nicht Best-of, es war Compilation von den ganzen Crashes und so. Naja, egal, auf jeden Fall habe ich was schon... Crashes auf Singapur? Nee, das kann ich ja nicht. Ich glaube, ich habe drei oder vier Leute mit Absicht weggerammt. Aus Frust. Also so richtig, auch richtig angepisst war ich. Von dir, ich war richtig angepisst. Bring mich nicht zum Lachen, ich bin gerade auf einer guten Runde. Ja, das war mal so, ey. Das ist. Weil gut ist sie nicht, aber sie sollte eigentlich schnell sein. Aber ob sie schnell ist, weiß ich auch nicht. Gleich so erster Platz mit ungefähr 10 Sekunden Abstand zu allen anderen. Lol, da war richtig Kies dabei. Ja, das war nicht gut. Ja, macht mir nichts. Also eine der nächsten drei Strecken. Wir nehmen heute drei Rennen auf. Wie gesagt, Belgien, Singapur, Italien. Oder Belgien, Italien, Singapur, so rum. Und eine der drei, haben wir schon gesagt, ist Game Over. Also eine Minimum fliegen wir raus. Ja, ich hoffe nicht heute. Aber ob wir beide
auf derselben Strecke rausfliegen, das ist halt die Frage. Boah, ja, dafür sorge ich schon. 47,7 ja, bin ich mit Zeitfahren gefahren und 1,47,4 fahre ich jetzt hier. Ja, siehst du, das ist obwohl das 3 Sekunden war. Vor allen, habe ich doch gesagt. Ja, die Guten haben auch noch nicht gefahren, Alter. Hülkenberg auf Platz 2, geil. Und auf Platz 3 Hamilton. Ja, hab ich ja gesagt, die Guten haben noch nicht gefahren. Auf Platz 6 Vettel, der ist auch schon gefahren. Bottas auf Platz 7 ist auch schon gefahren. Mike, let's play, gut, der ist halt noch nicht gefahren. Pass auf, der ist auch nicht gut. Doch, der ist so gut, dass er ihn wiederholen wird. Weißt du, was du im Testfahren fahren musst? Keine Ahnung. Ich bin einfach bin 2 Runden Test gefahren und habe einfach geguckt, dass ich nicht rausfliege. Die Strecke so ein bisschen wieder kennenlernen. Aber ja, also ich verstehe mich eigentlich ganz gut mit der Strecke. Muss ich ganz ehrlich sagen, also kann man schon gerne mal auf ein Date gehen, also ist kein Problem. Wartest du immer, so ich weiß lustig, gar nicht, wieso du so lange wartest in der Box. Warst du da so lange? Gar nicht. Langweilig? Schon ein bisschen, ja. Und es bringt auch noch nicht mehr was. Also ich habe ja die Runde jetzt auch gefahren, ohne dass mich irgendwer genervt hat auf der Strecke. Ja, du. Ja. Aber wenn ich fahre, dann nervt mich immer jemand. Oder ich nerv jemanden. Ja, das stimmt. Und deswegen fahre ich immer dann raus, wo wirklich fast nichts los ist. Und das hat auch immer relativ funktioniert, dass halt nichts los ist. Was ich dann daraus mache, ist die andere Frage. Ne? Also. Ja, das stimmt. So gescheit hinsetzen hier, Leute. Ja, ich freue mich auch schon ein bisschen auf die nächste Saison. Also es wird ja noch eine geben, bevor dann sogar der neue Teil schon rauskommt. Ja, wie weit denken wir denn schon? Ja, aber es wird schon noch eine geben, haben wir ja gesagt, wo wir mal in unterschiedlichen Teams fahren. Denk schon an den neuen Teil, der ist doch gerade der neue. Ja, ja, ich sag ja. Kam der neue noch nicht mehr zu dieser Jahreszeit oder so. Das stimmt, das stimmt. Der kam jetzt irgendwann raus, so 25. August oder so, also nicht so lang her. Ja, Leute, Teil ist erst seit 2 Wochen raus. Ne? Ja, aber wie gesagt, also eine Karriere wird es ja noch geben, hier zusammen. Und das eben bei unterschiedlichen... Ja. Was sind in der Ego-Perspektive. Ja, ja, klar, das sowieso. Können wir mal kurz testen hier. Ja, das geht halt nicht. Junge, ist das scheiße. Ich brech die Runde ab. In der Ego ist ja richtig doof. Junge. Du siehst ja auch nicht mal, wenn du lenkst. Da ist einfach das ganze Lenkrad vor deiner Fräse. Was ist das denn? Naja. Ach, du lenkst nicht. Nee, ich lenke. Nee, dieser Stab da in der Mitte verdeckt alles. Ja, der sowieso, aber auch das Lenken. Leute, übrigens, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich habe schon seit einer Woche ungefähr ein bisschen Halskratzen. Und das ist nicht besser geworden. Ich habe auch immer die Klima an, das ist natürlich mein eigener Verschuld, aber... Ja, aber ja, du bist... Wie gesagt, trotzdem... Nice, die Runde kann ich schon mal vergessen, glaube ich. Nein, meine Boxenfunk funktioniert wieder nicht. Warum? Hi. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,52. Hat der mich gerade gesiezt? Der hat mich gerade gesiezt. Was ist denn jetzt schiefgelaufen? Ich bin gespannt, was du jetzt hier so fährst. Ey, ich fahr so eine schlechte Runde gerade, das glaubst du mir gar nicht. Doch, ich glaub dir das. Das ist so scheiße. Guck mal, ich komm die ganze Zeit raus. Die Ideallinie ist eigentlich so gar nicht vorhanden bei mir. Also. Das würde ich ja gern mal machen. Also, da bin ich viel zu schlecht für, das ist mir bewusst. Aber ich würde gerne ohne Ideallinie einfach fahren. Das sieht, das sieht ein bisschen cooler aus, wenn du nicht die ganze Zeit diese Striche hier hast und so selber quasi dahin fährst, wo du willst. Also das selber fahren, das finde ich gar nicht so. Also das finde. Also die
Ja, Linie an sich. Ich habe lila Sektor, das finden. Kann gar nicht sein. Wie schlecht gar bist nicht. Du denn im zweiten gewesen? Ja, ich fahre so komisch und habe lilan. Also ich bin safe, irgendwie Platz 3 oder 4 oder noch weiter unten. Aber. Platz 1 gleich. Nein. Aber ein lila Sektor als zweiten Sektor, das ist schon so auf jeden Fall nicht schlecht. Doch, du wirst Platz 1. Safe nicht? Hey, okay. 2 mit 1,1. Also an mir hast du auch keinen lila Sektor. Ja, das war absolut ein Fake. War auch ein Fake. Ich bin in jedem Sektor schneller. 1,1 Sekunde schneller bin ich jetzt. Ja, das habe ich gesagt, 1,1. Habe ich gesagt. Hat er gesagt. Wer denkt sich eigentlich so eine Eau Rouge aus? Hm? Was ist das eigentlich? Weiß ich nicht. 300 km/h so einen Berg hochfahren. Warum? Wollen die das schon abheben? Einige oder? Leute gestorben. Hauptsache die Strecke gibt's noch und wird jedes Jahr ganz oft gefahren. Macht ja nichts. Irgendwie habe ich wieder einen Rauschen. Ich nicht. Ich tatsächlich nicht. Ich glaube, da steht irgendein Fehler in deinem Kopf. Nee, ich glaube, das sind meine Kopfhörer, das ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Ich fahr auch nochmal raus, ein bisschen weniger Benzin, neue What Reifen. Fuck? What the fuck? Was denn? Oh mein Gott. Du musst mir deine Aufnahme schicken. Woo! Hast du nicht aufgenommen? Doch, aber mein Mikro nimmt nicht auf. Ich weiß nicht warum, ich fix das gleich hoffentlich. Wobei raustappen ist so eine schlechte Sache, ne? Also. Aber du musst mir deine Aufnahme schicken, ich nehme halt nur die Tonaufnahme dann. Ich hoffe, du hast meinen Klatschen mit drauf. Weiß nicht, finde ich, wenn Alter, ich Alter, bei mir fängt es jetzt gerade richtig doll an. Jetzt rauscht es bei mir auch. Nice. Hast du Bock? Oh nein, ich habe die Sicht verändert. Scheiße. Ich habe gar keine Lust. Alter, scheiß Teamspeak. Ah, scheiß Kurve. Ich habe wieder verkackt. Also es ist doch nicht mein Kopf für euch. Ich dachte kurz, weil es so leise war diesmal. Normalerweise beim letzten Mal war es... Die erste Kurve fahre ich so schlecht, deswegen habe ich es schon wieder verkackt. Aber ich probiere es trotzdem eine Schnelle zu fahren, wenn ich nicht sterbe. Das kann nämlich gut passieren, gell? Holy moly. Da haben wir ja wieder Boxenfunk rauschen. Ja, das liegt irgendwie an Teamspeak, aber nicht an uns. Irgendwie ist das ganz cool. Weiß. Und mein Mikro nimmt die ganze Zeit nicht auf. Das ist echt super. Das ist eine ganz tolle Sache. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, okay. Das sehe ich mich gerade alles schon wieder richtig auf. Kannst du vergessen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ich auch gar nicht. Alter, mein Mikro geht nicht, das rauscht. Ich fahre wie ein Honk hier durch die... Zwei Kurven gibt's, die fahre ich so schlecht beide. Und ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin. Mein Benzin reicht hoffentlich noch für eine neue Runde. Dann mache ich jetzt noch eine neue. Zum 20. Mal. Bist du denn auf Platz 1? Ja. So. Meine Reifen werden richtig am Arsch sein. Aber das ist mir egal. Also willst du auf Platz 1 sein? Ja, ey, weißt du, wie oft du jetzt auf Platz 1 warst? Ich war echt, glaube ich, echt lang nicht mehr. Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Weil ich das beim Qualifying bin ich mir nicht sicher, ob du von 1 gestartet bist. Bist du nicht in Ungarn von Platz 1? Das weiß ich eben nicht. Ich weiß eben nicht, ob die letzten Male was war, aber ich war auf jeden Fall lang nicht mehr. Entweder war es in Ungarn so oder sehr, sehr lang nicht mehr. Von daher würde ich gerne das nochmal probieren. Und außerdem. Aber in Deutschland bist du von Platz 1 gestartet. Nee, in Deutschland nicht. Deutschland oder Ungarn? Eines von beiden. Und außerdem bin ich. Jetzt fahren hier welche aus der Box. Ich könnte so ausflippen, Alter. Hamilton auch noch. Auch noch solche Arschgeigen. Ja, okay, tot. Tot. Ich bin tot. Echt? Ziemlich, ja. Ziemlich, aber nicht ganz. Die Eau Rouge.
Ja, oder Frosch, komplett halt. Ne? Eine grüne halbe Sekunde. Ey, mich wundert das gerade mega. Ich hatte auch grün 0,4 oder 0,5. Mich wundert es gerade mega, meine Zeit. Dass mein Reifen nicht weg ist. Bei mir fliegt er sonst immer instant weg. Und jetzt ist er nicht weg. Ja, beschwert sich auch noch, oder? Ja, wäre jetzt sowieso egal. Ich halte alle auf. Wuhu, Party. Hey! Rammt mich hier! 1,46. Hätte ich safe getoppt. Hab mich um 7 Zehntel verbessert. Letzte nicht, der hätte sich um fast 2 Sekunden verbessern müssen. Ja, locker. 1,9 Sekunden hättest du besser fahren müssen. Ja, zwei Kurven habe ich richtig schlecht. Die erste habe ich gut genommen. Ja, das sind auch keine 2 Sekunden, Alter. Ja, aber die erste habe ich gut genommen, habe direkt 0,5 besser. Die zweite gut genommen, werde ich eine besser. Und den Rest, naja. Ja. Der wäre schon automatisch gekommen. Oder. Oh, Scheiße. Wow. Oh, aber das rauscht gar nicht. Das war nur ey, er rammt mich! Frag mich wirklich, was. Ja, das war natürlich meine Schuld hier, aber. Ich mach grad richtig Chaos hier. LOL! LOL! War das knapp! Der war grad so eine Haarspitze neben mir an mir vorbei. Ey, du bekommst gleich noch eine Gridstrafe. Ich kann doch nichts dafür, dass ich weiß so auch, wie ich im letzten Teil. Weiß auch, wie ich im letzten Teil so richtig unverdient Gridstrafen unverdient bekommen habe. Ich habe sogar zwei Gridstrafen in einem Qualifying mal bekommen. Unverdient, sagt er. Aber im letzten Rennen, wo Alter, ich überholt hätte, mich doch nicht alle! Überholt mich doch nicht alle. Oh, ist die Box einfach scheiße. Junge, ist die eng. Was ist das denn für ein Cheat? Ja, die eine Minute brauchen wir jetzt nicht mehr cutten. Ich tapp mal aus F1 raus und hoffe, dass nichts passiert. Wenn schon, dann fahr ich mit dem, ne? Dann ist Druck. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch jetzt nicht. Wir klatschen erstmal. Klatsch, klatsch, dass du mir auf jeden Fall deine schicken kannst. Also entweder wir belassen es jetzt dabei und du schickst mir deine oder ich tapp raus. Nein, du machst das jetzt hier. Ist das. Also ich soll versuchen zu fixen. Ja. Du musst mir deine ja sowieso schicken. Fürs Qualifying. Ah, da hast du halt meinen Sound immer mit dabei, ne? Mein Motorsound. Oh, das ist schlecht. Ja, egal, das kriegen wir schon hin. Oder ich nehme den von der Kamera, aber der hört sich scheiße an. Okay, ich tapp raus. Alarm. Alarm. Hallo? Ja, jetzt bin ich drauf. Das ist ein Scheiß. Wahrscheinlich gehen wir länger, das ist nicht mehr. So, also Qualifying zu Ende, ist perfekt abgelaufen ja. Und ich bin gut. Platz 1 geworden. Richtig perfekt. So. Boah, nur ein bisschen. Jetzt hört ihr mich wieder normal, Leute. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was wir jetzt dann gemacht haben. Irgendeine Lösung werden wir schon gefunden haben. Entweder über meinen Kamerasound, der sich halt nicht so cool anhört. Oder über Jans Sound. Werden wir sehen. Jetzt habt ihr auf jeden Fall wieder meinen Sound da, hoffe ich. Zumindest, bei meinem Sound hörst du dich aber auch nicht cool an. Zumindest zeigt er jetzt hier wieder einen Ausschlag so, an. So, also. Ein Pegel. Groß oder geringes Reif. Oh, das sind ja 12 Sekunden. Nee, deine Mutter. Zwölf Sekunden, viel zu riskant. Ich mache einen Boxenstopp. Echt? Hätte ich kaum erwartet. Ich mach also vier. Runde. Vier Boxenstopps? Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Rot, rot, gelb, gelb mach ich. Mach Lück noch, hallo? Ja, hallo? Chill. Hallo? Mach ich denn auch weiter? Hallo? Ja. Düt, open, hallo? So, ich weiß noch,
unbedingt. Achso, Vorderkraft. Das habe ich vergessen. Ich brauche das aber nicht, weil ich. Ach komm, da wäre ich noch besser gewesen. Das habe ich sogar im Zeitfahren gemacht. Echt nicht. Was ist eigentlich? Was passiert eigentlich? Das haben wir noch nie ausgetestet. Wenn ich jetzt mich kaputt fahre, geht das überhaupt? Ich glaube, das geht nicht. Probier mal. Irgendwie habe ich schon das Bedürfnis dazu, jetzt links rüber zu ziehen. Ramm mir jetzt nicht. Ramm mich bitte nicht kaputt. Nicht? Ich möchte die Runde ganz normal fahren und nicht irgendwie teleportiert werden. Ich möchte meine Aber Reifen das ist ja ein bisschen Bug-Abusing. Ist das nicht gut? Wir sind lang, glaube ich, nicht mehr hintereinander gefahren. Hi! Pass auf, links bin ich! Ja, Alter, ich mache meine Reifen warm! Ja, ein bisschen riskant. Wenn ja, ich fahre links und rechts. Ich darf das Tempo vorgeben, ich bin dann auf Platz 1. Das Tempo vorgeben. Junge, ja. Sei doch nicht so riskant! Ja, ich fahre links, rechts, um meine Reifen aufzuwärmen. Du musst doch hier damit rechnen, dass ich neben dir fahre. Nein, du musst hinter mir fahren. Ja, ich bin aber nicht hier cool. Ich bin die Bots, nicht und so. Ich bin Mike Let's Play. Alter. Junge, bei mir muss man doch damit rechnen, dass ich so eine Scheiße mache. Rennkommission. Ach, hab ich Spaß. Ah, ich hab so viel Spaß in meinem Leben, muss immer Breaktesten. Man muss Breaktesten. Fahr vorbei. Hier ganz links rüber fährt. Mann, du Arschloch. Sollen er Scheiß. Wie er so ein Zuckung nach rechts. Ja, Reifen warm fahren macht ja, das. Ja, Reifen warm fahren. Das ist doch Taktik, dass wenn ich rankomme, dass du mich dann wegrammst. Nein! Also, wärm wirklich die Reifen auf. Ich hatte die ganze Zeit dieses Temperaturfenster da offen. Wie kann man nur so professionell fahren? Ja, und jetzt mit der richtigen Drehzahl auch starten. Was war das? Ganz, ganz viel. Das sag ich dir nicht. Ja, danke. Unter 10.000. Noch sind wir Teammates, das ist dir bewusst, ne? Unter 10.000. Ja, ich bin mal 12. Alter, die überholen mich alle, wenn ich unter 10.000 starte. Also bei mir war es richtig gut. Oh! Und schnell weg. Oh! Wie Vor allem von mir. Du? Doch, ich bin eigentlich ganz okay dabei. Nein, ich flieg raus! Mein Reifen ist weg! Ich bin weg, ciao! Das war's mit der Folge, Leute. Also, dann bin ich halt direkt der ersten dieser drei Strecken schon rausgeflogen. Kann man mal machen, lasst mir total, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Jan vorbei und ciao! Nice, jetzt habe ich ungefähr 2 Minuten mit meinem eigenen Mikro aufgenommen. Alles andere. Bist du in der Orange rausgeflogen gebracht? Alles andere war einfach auf dieser scheiß Kamera oder mit deinem Motorsound und jetzt 2 Minuten normal aufgenommen. Zack, weg ist er.